So, Freunde, willkommen zum zweiten Teil des Magierturms. Wir werden einfach weiter unseren Pass hier durchziehen und dann sollten wir noch nicht hier reinkommen. Also noch nicht ins Unmögliche kommen. Ich habe ja gesagt, wir machen dieses noch. Dann gehen wir noch einmal den Schritt ins Unmögliche, gucken uns dann hier diese wunderschöne finale Kiste an. Danach werde ich dann noch ein bisschen spielen und je nachdem, ob ich ihn dann durchspiele, dann sehen wir dann nochmal die Level am Ende. Ja? Und jetzt haben wir hier lila, rot. Okay, lila, rot. Die beiden roten können bleiben. Nehmen wir lila mit. Dich mit. Dich. Und dich. Okay, auf geht's. Ja, alles klar. Statuseffekte ein zu kürzer, okay? Passt schon. Kriegen wir hin. So. Wollen wir mal. Geht wieder an die Arbeit sozusagen. Okay, das ist gut hier. Wobei bei Rigard ist es gar nicht mal so schlimm, wenn der den drauf behält, ne? Der kann dem ja entgegenwirken, beziehungsweise er kann zwei einstecken, oder? Kleriker, was ist das denn noch? Kleriker, Mönche, Zauberer? Weiß gar nicht, weil ich immer gucke, dass möglichst alle lange überleben. Deswegen versuche ich auch immer, dass keiner erstmal einen Fluch kriegt. Weil wir haben halt noch viele Level vor uns, ne? Deswegen, je später die es kriegen, desto besser. Na komm, hau erstmal weg. So, dann lass uns mal hier erstmal das rote mitnehmen. Ich habe den gelben Diamanten gesehen. So, machen wir das mal hier hin. Das so. Ist noch nicht weg, okay. So, den kriegen wir auch weg, ohne Probleme. So, dann machen wir das mal eben. So, dann nehmen wir hier die lilanen und dann kommen wir in die Bossrunde. Ah, ob das reicht, weiß ich noch nicht. Aber das reicht. So, Rubys dreifache Aufladung, das müsste jetzt relativ zügig gehen, ne, die Bossrunde. Also das davor dauert halt immer so ein bisschen länger. So, Gift wirkt jetzt auch. Angesteckt. Okay, sehr gut. Ja, okay. Kann ich mit leben. Ja, Zeit ist scheiße, aber wie gesagt, ne, ich setze einfach darauf, dass die Hälfte aller Spieler bei normal aufhört. Am Ende. Dann steckt unsere Zeit. So, drei rote, zwei blaue. Drei rote, zwei blaue. Ich bin der Meinung, ein Heiler reicht immer noch. Vor allem, wenn wir ein bisschen rot kriegen, dann können wir auch gar nicht bis zur zweiten Stufe. So, komm hier, geh schon mal drauf. Wenn wir dann das überstiegene oder übersteigende Leben haben, dann ist das sowieso easy Sache. So, das Büchlein erstmal wegmachen. So, jetzt haben wir hier ganz viel Rot. Das ist sehr schön. Könnte eine einigermaßen gute Runde werden. Ich jetzt mal behaupten, wenn wir jetzt dann halt auch in den entscheidenden Situationen hier unsere Beine kriegen. Ja, gut. Mal hier den einen Kobold. Sollte reichen. Okay.
So, jetzt, das wird jetzt dem Gegner nicht gut tun. Zwei Ninjas auf Dreierstufe. So, so. Schön. Ich habe jetzt gar keinen markiert, war jetzt auch eigentlich nicht so wichtig. Okay. Ja, 1,33 ist in Ordnung. Hätte natürlich auch schneller durchkommen können mit den ganzen Items und sowas, aber pff, brauchen wir nicht. Hier, Verteidigung. Gelb und Lila. Komplett umbauen hier. Das mal so. Ich will noch mal eben einmal ganz kurz was gucken. Warte, hier ist doch, wo ist denn hier Regeln? Hier. Ah, hier. War am Helden magischer Klassen. Zauberer, Magier, Druiden, Kleriker. Okay, keine Mönche. Okay. Zauberer, Magier. Okay. Druiden, Kleriker. Er. Das ist nur er dann. Okay. Alles klar. Also, Rigard kann. Ich hätte tauschen müssen. Egal. Also, Rigard kann aushalten. Der Rest muss. Das ist beim ersten direkt weg. Okay. Dann gucken wir mal. Ja, sehen wir noch keinen Fluch. Das ist sehr gut. Der wird jetzt aber kommen. Höchstwahrscheinlich. Da ist er. Und direkt ist er wieder weg. Okay, auf Leonidas. Leonidas kann das nicht einstecken. Nein. Ah. Und da war das Buch gerade. Mach's mal so. Und so. Dann haben wir das Buch auch weg. Reicht aber nicht. Und dann nehmen wir den hier. Nehmen wir den und dann feuern wir Specials schon mal in der zweiten Runde. Aber jetzt nicht alle. Oh, da habe ich Glück gehabt. Nehmen wir mal Panther und Rain. So, das sammeln wir jetzt erstmal wieder. Also lila. Sehr schön. Perfekt. Ja, gelb kommt auch noch nach. Sehr gut. Okay, wir sind vorbereitet. Ich nur mal einmal dafür sorgen, dass das weg ist. Okay, machen wir den. Passt schon. Vielleicht. Ja, gelbes Match haben wir sogar noch dann im nächsten. Okay, dann Agrafena. Luminus. Muss weg. So, sieht aber gut aus. Jawohl. So, das Buch hauen wir auch weg und dann müssten wir eigentlich auch Panther und Rain haben, genau. Einmal Heilung, Panther und Rain. Weiß nicht, ob das reicht, eher nicht, ne? Kommt noch gelb hinterher mit lila jetzt zusammen und dann war's das. Okay, gut. Kombination ist sehr nett. Kann man machen. Blau, ganz viel Blau. Drei blaue, zwei grüne. Ah, nehmen wir die mal mit. Okay, ach, Truppen wieder nicht gemacht. Ah, egal. Ist egal. Hier kommt es jetzt noch nicht so drauf an. Rede ich mir einfach mal ein. Na, unter normalen Umständen hätte Richard jetzt die 30er gekriegt und Kirill die 17er. Ah. Oh Mann, was ist das denn hier? Hier ist noch irgendwie so
Gar nichts dabei. Weder blau noch grün. Ist alles eher sehr rotlastig. So, jetzt kommen wir so langsam dahin. So, Kirill brauchen wir. Hau den da mal weg. Machen wir den Diamanten hier. Okay, nehmen wir das erstmal und gucken, was jetzt hier passiert. Schwein gehabt. Sollte auch reichen. Okay. So, zack, zack, zack. Okay, nehmen wir dich direkt weg. Sehr gut. Auch gut. Dann machen wir den hier mal. Bräuchte noch blau. Sehr schön. Jetzt setzen wir nicht hier unten einen Fluch hin. Ja, das war okay. Ja, nein, 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 nein. Warum? Doch gut. So. Milena ist gefährlich. Fluch kriegen wir weg, alles gut. Sehr schön. Nur unsere Farben, jawohl. Okay, das war eine schöne Kombination. Und guck mal hier, grüner Diamant und blauer Diamant, also das war schon gut. Weiter geht's. Verteidigung, wir gehen erstmal auf Verteidigung. Das goldene Schaukelpferd, beschworenes Ross, okay. Gelb. Gelb und rot. Drei gelbe, zwei rote. Drei gelbe. Nehmen wir mal andere gelbe jetzt. Zwei rote. Oh, da haben wir unsere zwei, ne? So. Tauschen wir. Okay, alles klar, let's go. Mhm. Können wir was mitmachen? Dann machen wir erstmal das hier. Kümmern wir uns erstmal hier unten so ein bisschen drum. Das ist nicht schlimm. Der ist direkt neben der Bombe. Ganz gut. Dann können wir den jetzt auch weghauen. Okay. So, und der Hase und June sind dann für das beschworene Ross da hinten zuständig. Okay. So. Zack und zack. Machen wir erst den grünen und danach den roten. Und den roten kann ich mir eigentlich noch schenken. Ah, komm, machen wir es trotzdem. Machen wir einen roten. Dann haben wir volle Lotte für die Bossrunde. Okay, sehr gut. Zack, zack, zack. Ja, gehen wir ruhig auf Cristobal. Ich habe den Diamanten da gerade gesehen, aber ich war zu schnell. Hat jetzt auch nicht so den gravierenden Unterschied gemacht, meiner Meinung nach. Hier ging es mir jetzt gerade ein bisschen eher so um Tempo, als um den perfekten Move jetzt mal. Ich habe den einfach eher gesehen und dann dachte ich, komm, mach. Nicht denken, machen. So, wunderschöne Kiste, nehmen wir. Den Embleme, okay. Sehr gut. So, was haben wir hier? Jetzt haben wir drei verschiedene Farben, aber hier ist jetzt grün und grün. Das heißt, wir nehmen drei rote und zwei gelbe. Tauschen wir hier eigentlich nur den Heiler aus. Drei rote, zwei gelbe. Perfekt.
Okay. Ja, vielleicht sollte ich jetzt immer. Ja, was denn noch? Vielleicht sollte ich jetzt so langsam dann auch meinen zweiten Heiler vielleicht mitnehmen. Wir mal gucken, wie das jetzt hier läuft. Muss ja auch immer davon ausgehen, dass das Board länger braucht, bis es soweit ist. Ah, das ist in Ordnung. Schaut endlich dann mal auch von den Zügen her hin, ja, dass wir einen Diamanten haben und danach noch einen Zug. So, so. Diamant. Sind es auch vier Wellen, genau. Und auch noch dazu. Schießen wir da hinten hin. Okay. Sehr gut. Mariana und hier die roten. Okay, perfekt. Ah, jetzt ist gut. Okay. Ah, machen wir dich dahin, so. Die nehmen wir auch noch mit. Jetzt laden wir erst nochmal wieder. Vielleicht haben wir hier Glück und Rot setzt sich dahin. Ah, nee. Nehmen wir die roten hier so. Okay, perfekt. So, Bossrunde, let's go. Also mit übersteigender Heilung ist es eigentlich ganz okay. Da reicht bisher ein Heiler. Noch. Ah, gegen Ende wird's definitiv nicht mehr reichen. Da komm, hauen wir ihn da erstmal weg. Jetzt machen wir hier den Diamanten. Mal gucken, was da so kommt. Gucken wir mal, dass wir hier ihn wegkriegen. Reicht das schon? Voll. Wir gucken, dass ich das schaffe, bevor. Ah. Passt schon. Ja, ich wollte jetzt nicht Garnett verlieren. Ich habe gedacht, vielleicht kriegen wir es weg, bevor das auslöst, aber so ein Bombenangriff ist ja in Ordnung. Heilung, Leben, kritische Treffer. Lila nehmen wir jetzt mit, lila und gelb. Wir tauschen die roten mit drei lilanen. Oh, das ist mal so. Kleriker und Druide. Ich habe drei Kleriker dabei. Das heißt, die können fünf vertragen. Ach, ja, Truppen. Ach, ja. Ach, Mann. Vergesse es halt immer. Gut, dass ich es während des Kriegs nicht vergesse. Da ist es wichtiger. So, der Hase müsste ich theoretisch jetzt nicht gucken, ob der, dass der weggeht, weil der Hase kann fünf einstecken. Aber natürlich, aufgrund der Länge des Turms will ich natürlich gucken, dass wir Flüche so gut es geht erstmal neutralisieren können. Weil wir planen ja wieder eigentlich bis zum Ende. Das ist der Plan. Dass am Ende so hinhaut, werden wir sehen. Okay. Ich hätte vielleicht Rigard neben Ludwig stellen sollen, oder? Dann hätte man, dann hätte ich dauerhaft Heilung gehabt. Das wäre vielleicht auch eine interessante Sache. Dann brauche ich wirklich nur einen Heiler mitnehmen, wenn ich Ludwig dabei habe und dann Heiler nebenstelle, wie Xnolfot zum Beispiel.
dürfte da ja eigentlich nichts passieren. Er müsste ja dann dauerhaft heilen. Ab einem gewissen Punkt, ja. So, Ludwig kommt dann jetzt auch fast passend zur Bossrunde dann auch mal zum Einsatz. Da ist er endlich. So. Anna hat den Ernst. Okay, kriegen wir aber weg. Okay, lass uns das so machen, dann killen wir das Viech da auch noch. So, die beiden sind voll. Gut. Dann gehen wir auf Agrafena. Als Numero Uno. So, Hanna geht drauf. Ach so, Ludwigs Buff ist schon wieder weg. Stimmt, der ist ja nur verkürzt, ne? Macht ihn jetzt dann doch eher unattraktiv für den Magierturm. Das mal so. Ja, aber das macht Ludwig dann doch eher unattraktiv, ja. Aber gut. Haben wir jetzt gemerkt, dass das eher nicht so cool ist. Also können wir es auch dann beim nächsten Mal so belassen. Aber er hilft ja schon, guck mal, ne? Also es ist ja nicht so, dass er da jetzt gar nichts macht. Ist halt schon nicht schlecht. Ich sehe gerade, Rigard hat einen Fluch. Wo auch immer der jetzt hergekommen ist. Ich weiß es beim besten Willen, ich habe nicht drauf geachtet. Aber ist ja nicht schlimm. Rigard ist derjenige, wo ich jetzt noch sage, jo, davon hast du ein paar. Das ist sowas von uninteressant, ob der einen Fluch kriegt oder nicht. Also das ist völlig in Ordnung. Da brauche ich nichts einsetzen, irgendwie in irgendeiner Art und Weise. So, gelb. Drei gelbe. Zwei blaue. Ah, zwei lila, ne? Ich lasse ich dann doch nochmal drin. Wir testen das nochmal mit dir. Dann nehme ich noch Vivica mit. Sie ist jetzt Zauberer. Zauberer ist auch rausgenommen, ne? Also Zauberer, ja. Sehr gut. Ach, schwer rausgegangen. Zauberer. Muss man nochmal eben gucken, ja. Naja. Vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Das Ding ist, ich habe immer die englischen Begriffe im Kopf. Und da ist das dann immer so eine Sache. Lieber nochmal vorher nochmal gucken. Sicher ist sicher. So, machen wir das mal so. Sehr schön. Also das Häschen ist hier so ein bisschen Trumpf, ne? Eigentlich untouchable. So Helden, die so fünf Flüche einstecken können. Gehen eigentlich nicht kaputt. Außer man lässt halt die Flüche immer dann absichtlich da auslaufen und so. Aber zwei rote Steine. Das ist natürlich echt schwierig. Jetzt wird es ein bisschen mehr. Und wir kriegen den Fluch auch weg. Das war wieder Rieger. Na, theoretisch, jetzt hätte ich ja nicht drauf achten müssen. Wollte ihn jetzt weghaben, aber es war nicht zwangsläufig notwendig, weil er wäre... Hätte seinen zweiten gehabt. Bei der Menge an Rigards, die wir haben, ist das auch völlig egal eigentlich. So. So. Alle mal gleichzeitig ein bisschen schwächen. Oh, der war nicht geplant. Der war nicht geplant, dass der da weggeht. Ja, das war doof.
Dann muss ich einmal drehen. Ja, gut. Ja, das war nicht geplant. Okay. Jawohl. Sehr gut. Ach, Defense Down vorher machen. Au. Oh. Der Fluch ist wieder auf Rigard. Ich werde gucken, ob wir es irgendwie wegkriegen, aber sieht jetzt nicht danach aus. Deswegen werde ich da jetzt aber auch nicht alle Kräfte mobilisieren und gucken, dass wir das da wegkriegen. Aber vielleicht brauchen wir es auch gar nicht, weil wir hiermit alles wegkriegen. Nein, doch. Nein. Komm schon. Wie viel hast du? Ich habe gar keine Combo gemacht. Ich habe keine, oder? Ach doch, ich habe den Diamanten gemacht, ne? Ah, aber das sah jetzt gerade so aus, als wäre der Fluch mitten in der Combo einfach explodiert. Aber ich glaube, das war, weil ich den Diamanten gemacht habe. Das sah jetzt echt so aus, als würde er mitten in der Combo die Combo kurz anhalten, er explodiert, verflucht mein Rigard und dann geht die Combo weiter. So sah es jetzt gerade irgendwie aus, aber das war, weil ich wahrscheinlich zu schnell gekickt habe. Aber wie gesagt, Rigard ist völlig egal. 5 Mana, wenn ein Held, ja, das brauchen wir. Ach so, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Wir kriegen das ja später mit der Bosswelle. Also ja. Das sind so Kleinigkeiten, da kommt es jetzt auch nicht drauf an. Grün und rot. Oder lila. Ah, grün und, ne, 3 grüne. So. Ich will Franz ein bisschen schneller kriegen, deswegen kriegt Kongalach mal nur die 20er. Das sah aber gerade echt komisch aus. Wirklich, als wäre der Fluch in der Combo einfach mal aufgegangen und hätte gesagt, hier. Rigard kriegt mal einen mit. Aber wie gesagt, ich glaube, das war im Rahmen meines Diamantes, den ich da gemacht habe. Des Diamanten. Aber Kongalach macht das sehr gut. Ah, das tat weh, oh. So. Mal Franz an. Dann Frick. Dann Kongalach. Und dann ist eigentlich die Welle schon besiegt. 1209. Okay. Irgendwie wusste ich, dass der da jetzt kommt. Irgendwie hatte ich das im Gespür. Ist auf Frick, also müssen wir schon gucken, dass wir das verhindern. Das kriegen wir aber auch verhindert. Okay. Der nächste kommt bestimmt wieder in der Ecke. Ja. Junge. Aber genau in der Ecke da hinten. Ey. Mann. Also sowas von zielgenau da hinten. Da muss ich wahrscheinlich einmal drehen, glaube ich. Oder?
Oh, muss ich nicht. Muss ich nicht. Der Wahnsinn. Kongalach immer weiter. Guck mal, Frick nochmal am Start. Kongalach, mach einfach weiter. Lass dich da nicht beirren, einfach weitermachen. Ja, das war typisch, dass er jetzt da nochmal auslöst. Komm, Kongalach, mach nochmal. Cooler Typ. Also Kombination mit Ludwig funktioniert ja auch, auch wenn Ludwigs Verspotten und Mana und sowas ein Zug kürzer ist. Reicht vollkommen aus. Gelb und blau. Gelb und blau. Ah, sind zu wenig Minions. Na, wobei, wenn ich das so mache. Schwimm mal so. Aber ich habe Ureus, ne? Der macht ja auch Minions für Gelbe. Hey, nimm ihn mal mit. Das ist bestimmt auch ganz witzig. Der macht nämlich auch Minions, wenn er auslöst. Vielleicht funktioniert's ja. So, ein bisschen Spielerei jetzt. Oh, da war ein grüner, ein blauer Diamant gerade. So, so. Ja, Pengi Feuer mal. Der kostet natürlich auch ein paar Sekunden Zeit, ne? Mehr Minions da sind, desto mehr Zeit dauert's. Vivica-Kostüm kann auch mehrere Flüche einstecken. Frost ist Schurke, der kann nicht einstecken. Jetzt guck mal. Kommen auch noch solche Minions dazu. Ist das nicht schön? Können wir durch alle durchfegen. Boah, ich glaube, der hier hinten hält aus. Ja. Das macht auch Spaß mit dem Team. Machen wir das. Machen wir Vivica an. Das machen wir an. So. Ja komm, Pengi. Zieh mal durch. Irgendeiner wird da bestimmt überleben. Oder auch nicht. Gut, dann wollen wir mal. Ich bin mal gespannt. Jetzt kriegen wir gleich Ureus am Start. Okay. Dann Feuermarm. Wir holen dann natürlich auch die Blauen. So. Er ist jetzt schon am schwächsten da von allen. Deswegen nehmen wir den mal. Gelb kommt auch nach. Sehr schön. Campus ist aktiv. So, so. Die Gelben. So, blau nochmal. Sieht alles ganz gut aus. Er ist weg. Also das ist auch eine sich. Oh, der ist jetzt nach ganz oben gerutscht. Das sollte eigentlich nicht passieren. Habe ich nicht gesehen. Ist eigentlich auch eine sichere Sache, wenn man irgendwie am Ende durchkommen will mit Minions und Pengi. Kann man auch gut machen. Ja, ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte.
Da kannst du selbst so einen Ureus noch mitnehmen, der keine Embleme hat. Gut. Das sind so ein paar Geheimwaffen, die uns wahrscheinlich bis zum Ende hin führen können. Mana, Heilung, kritische Treffer. Da kann ich nicht mehr mit aufhören jetzt. Das haben wir einmal angefangen. Okay, komm, gib mir doch mal irgendwas Schönes. Wer ist denn mit was Schönem? Ja, 20 Emblem ist in Ordnung. Gut. So, und dann machen wir noch ein Video, wo wir dann normal abschließen und dann ins Unmögliche reingehen. Und dann werde ich erstmal selber für mich ein bisschen spielen, bis wir dann, weiß ich nicht, bei Unmöglich, je nachdem wie viel Zeit ich habe, ja, ein bisschen mehr Zeit habe, dann gucke ich, dass ich den durchkriege. Ansonsten mache ich ein Video mit den letzten Leveln, die ich dann spiele. Gut, Freunde, dann vielen Dank fürs Zuschauen, euch viel Glück bei, wieder vergessen. Oh, wir haben auch eine Münze, wir können auch eine Beschwörung machen. Ja, komm, das machen wir. Also, wir machen erstmal hier Magier, das habe ich gestern auch schon gemacht, ne? Da habe ich mich auch schon verabschiedet und im Endeffekt haben wir dann noch Münzen gemacht. Komm, da war auch irgendwie nicht so wirklich was. Ich will die eigentlich, wenn dann, nur für die Sammlung haben. So leveln werde ich sie erstmal nicht. Das heißt, ich bin auf jede Farbe angewiesen. Ich brauche natürlich auch noch die lila Ninja-Truppe. Na, da sind meine 4 Sterne nur die falschen. Ja, okay, nochmal 4 Sterne, sehr schön. Ich brauche doch nur die Magier-Truppen. Eine 3 Sterne. So, letzte und dann die anderen 10 heben wir uns auf. Okay. 2-4 Sterne ist in Ordnung. Ja, keine Magier, ist aber auch nicht dramatisch schlimm. Die Beschwörung, das machen wir alles am Ende. Ich sammle die Beschwörung alle und den machen wir nochmal am Ende irgendwie dann gesondert oder im letzten Zauberturm-Video, wie auch immer. Kriegen wir schon hin. Gut, dann jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euch viel Glück beim Beschwören der Truppen, der Helden. Beim Durchspielen, bei allem. Ja, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.